بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بجشفست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute إن شاء الله تعالى beenden wir unsere kleine Thematik oder unser kleines Thema, das wir angefangen haben vor 7 Wochen. Und zwar geht es um Shaitan und seine Übel und die Schutzarten vor ihm und so weiter und so fort. Und heute werde ich keine Wiederholung machen, weil es uns zu viel Zeit kosten würde. Denn die Zeit wird gerade so reichen, um das Thema abzuschließen, sodass wir dann nächste Woche mit etwas Neuem beginnen. Wir sind letzte Woche stehen geblieben bei der Schutzart Nummer 19. Und zwar الحسن التاسع عشر 19. Schutzart دعاء الله تعالى, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anruft. Wie gesagt, heute gibt es keine Wiederholung, um das Thema heute abzuschließen. Die 19. Schutzart ist die Dua. Und die Dua, sagen die Gelehrten, ist die Lösung für alles. Oft hörst du, ein Bruder oder eine Schwester will von dir eine Nasiha, einen Ratschlag. Wie kann ich das machen? Wie schaffe ich es, Qiyamul Layl? Wie schaffe ich es, Rechtschaffener zu werden? Wie? Das alles eigentlich, diese ganzen Fragen und Wünsche, legst du Allah subhanahu wa ta'ala in den Zeiten, in denen die Dua angenommen wird, vor ihm hin, und dann bekommst du das, was du möchtest. Und wir haben 4 Verse im Koran, in denen Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener dazu aufruft, ihn anzurufen. Beispielsweise in Surat al-Baqarah, als er sagte, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so berichte, dass ich nahe bin. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ich erhöre und erfülle die Bitte des Bittenden, wenn er mich bittet. Und in Surah An-Nisa sagt Allah, وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, und bittet Allah etwas von seiner Gunst. Er befiehlt uns, fragt mich nach Gunst von mir, die ich euch gebe. In Suratu An-Naml, die Ameisen, sagte, أَمَّا يُجِيبُ الْمُطَّرُّ إِذَا دَعَى. Wer wird denn demjenigen geben, der in einer Notlage sich befindet und dann heftig Allah anruft und anbetet? Wer wird ihm helfen außer Allah? Allah. Und dann der 4. und letzte Vers, den jeder kennt, وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدُعُونِي, in Suratu Ghafir, und euer Herr hat euch befohlen, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي, bittet mich, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, dann werde ich eure Bitte erhören. Wie jetzt die Dua eine Schutzart ist vor dem Shaitan, sehen wir in folgenden Hadith. عن أبي الأزهر الأنماري رضي الله عنه قال, von أبي الأزهر الأنماري, Allahs Wohlgefallen auf ihm, er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, كَانَ إِذَا أَخَذَ مَنْ جَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَال, als er sich nachts zum Schlafen hingelegt hat, sagte er folgendes, Bismillahi wada'tu jambi, im Namen Allahs lege ich meine Seite hin. Allahumma ghafir li dhanbi, o Allah, vergebe meine Sünden, wa akhsi shaytani, und akhsi shaytani heißt, und entferne den Shaitan von ihm und lasse ihn mir nicht nähern. Wa fukka rihani, Fukka Rihani heißt so viel wie, und löse meine Schultern oder die ganze Last, die sich auf mir befindet, löse diese Sünden. Er sagt hier, Fukka Rihani, Khaldis Raghabati min Humqid Adamiyin, und löse mich von allen Rechten, die ich anderen eigentlich noch geben muss. Verhelfe mir dazu, jedem sein Recht zu geben, sodass ich nicht sterbe jetzt, während ich schlafen gehe, weil es ein Mitgebet vor dem Schlafen. Nicht, dass ich sterbe jetzt, O Allah, und bestimmte Leute haben noch Rechte, die ich zurückgeben muss. وَمِنْ حَقِّكَ يَا رَبِّ وَفُكَّ رِيهَانِي, heißt auch, O Allah, gebe mir Kraft, auch dir dein Recht zu geben, dass ich die Gebete richtig verrichte, den Tawhid richtig verinnerliche und so weiter. Das heißt, وَفُكَّ رِيهَانِي, dann sagt er, وَجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى, und lasse mich zu der allerhöchsten Schar gelangen. Wir wissen, wenn wir schlafen, kommt die Seele heraus. Und in diesem Mitgebet sagst du, lasse dann meine Seele mit der höchsten Schar sein. Al-Mala'ul A'la, das sind die höchsten Engel in den höchsten Höhen, die am Thron Allahs kreisen. Also sagst du dieses Mitgebet. Und unser knackender Punkt hier,
Schutz vor dem Shaitan ist, wa akhsi shaitani, entferne ihn von mir und lasse ihn weit entfernt von mir sein, sodass er sich mir nicht nähert. Bismillahi wada'tu jambi, Allahumma ghafir li dhanbi, wa akhsi shaitani, wa fukka rihani, waj'alni fin nadiyyi al-a'la. Und ein zweites Bittgebet in Bezug auf das, dass das Schutz vor dem Shaitan ist, von Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, er sagte, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, idha dakhala ahadukum al-masjid falyusallim ala an-nabi, wenn jemand von euch die Moschee betretet, soll er den Propheten grüßen sallallahu alaihi wasallam, wal yaqul, und dann soll er sagen, Allahumma iftah li abwaab rahmatik, o Allah, öffne mir die Türen deiner Barmherzigkeit. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ, und wenn er die Moschee verlässt, soll er wieder den Propheten صلى الله عليه وسلم grüßen, وَلْيَقُلْ, und sagen, hier ist unser Punkt, اللهم عَصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, O Allah, beschütze mich vor dem gesteinigten Satan. Und dieses Bittgebet ausführlich findest du in Hissul Muslim, im Inhaltsverzeichnis, das Bittgebet beim Betreten und Verlassen der Moschee. Also war die 19. Schutzart das Bittgebet. Das waren jetzt speziell nur zwei Bittgebete. Du kannst natürlich allgemein Allah subhanahu wa ta'ala mit deinen eigenen Worten bitten, dass er dich von Shaitan schützt und bewahrt. Al-Hisnul Ishrun, die 20. Schutzart, eine ganz besondere und eine etwas ausführlichere, Mukhalafatu Shaitan, dass du dem Shaitan gegenteilig handelst, zuwiderhandelst. Und was damit gemeint ist, sehen wir hier gleich. Er sagte, إِنَّ الْمُؤْمِنَ الْحَقَّ يَرْفُضُ أَن تَكُونَ لَهُ أَيُّ صِلَةٍ مَعَ الشَّيْطَانِ فَهُوَ يُخَالِفُهُ فِي الْأُمُورِ التَّالِيَةِ. Er sagt, der wahre Gläubige verabscheut es und wehrt es von sich ab, irgendwie eine Beziehung zum Shaitan zu haben. So widersetzt er sich ihm in folgenden Dingen. Und dann zählt er auf, wo du oder an welchen Stellen du dem Shaitan gegenteilig handelst. Er sagt erstens, al-ajalatu, das Hastige und die verpönte Eile, dass du schnell machst, so schnell machst, dass du stolperst und runterfällst. Metaphorisch gemeint. Was damit gemeint ist, im Hadith von Anas radiallahu anhu, er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, at-ta'anni min Allah, dieses ruhige, bedachtsam und beschaulich zu handeln, diese Eigenschaft kommt von Allah. وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ, und diese Hastigkeit und diese Eile und Unüberlegtheit ist vom Shaitan. Also sagt er, handle ihm zuwider und eile und handle bedachtsam und beschaulich und nicht wie der Shaitan, eilig und hastig. Weil er sagte, die Hastigkeit und diese Eile kommt vom Shaitan. Ibn al-Qayyim sagt dazu in seinem Buch Ar-Ruh, schöne Worte bemerkend. Er sagt, Al-ajalatu talabu akhdhi shay'i qabla waqtihi. Diese Hastigkeit und Eile bedeutet, eine Sache, bevor die Zeit dafür eingetroffen ist, sie schon haben zu wollen. فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكها. Er vergleicht es mit jemandem, der eine Frucht essen will, obwohl sie noch nicht reif ist. Was passiert, wenn du da rein beißt in diese Frucht? Sie ist noch bitter und ist nicht reif und süß. Genauso ist dieser Ajala vom Shaitan. Du wirst in Bitterkeit verfallen und Bitterkeit auch kosten. وَلِهَذَا كَانَتِ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ, und deswegen ist dieses Eilige und Hastige vom Shaitan. Pass auf, فَإِنَّهَا خِفَّةٌ وَطَيْشٌ وَحِدَّةٌ فِي الْعَبْدِ. Er sagt, es ist eine Leichtsinnigkeit und Dummheit und teilweise eine aggressive Art vom Diener, der schnell immer etwas möchte. تَمْنَعُهُ مِنَ التَّثَبُّتِ وَالْوَقَارِ. Diese Dummheit und Leichtsinnigkeit und diese Aggressivität verwehrt ihm dieses würdevolle Handeln und dieses beschauliche Handeln. Oder sich zu vergewissern. Du hörst eine Sache, sofort nimmst du sie an und glaubst sie, ohne dich zu vergewissern. Es ist vom Shaitan. وَالْحِلْمُ, und es hält dich auch fern von der Sanftmütigkeit. Mach langsam, wie man so schön sagt. Denn dieses langsame Machen, wie im Hadith, ist von Allah. وَتُوجِبُ لَهُ وَضْعَ الْأَشْيَاءِ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا. Das heißt,
Diese Eiligkeit und Hastigkeit lässt dich Dinge verrichten, die nicht passend sind. Beispielsweise, du nimmst dein Kind mit in die Moschee, es ist etwas laut und dann prügelst du dein Kind vor den ganzen Mitbetenden. Diese Sache ist vom Schaitan, weil du eilig und hastig handelst. Du handelst gerade so, wie es nicht sein sollte. Das ist vom Schaitan. وَتَجْلُبُ عَلَيْهِ أَنْوَاعًا مِنَ الشُّرُورِ Diese Schnelligkeit und diese Hastigkeit wird so viel Übel mit sich bringen. Stell dir vor, du schlägst dein Kind in der Moschee und dann steht der Imam auf. Warum machst du das? Und der Betende, auf einmal entsteht ein großer Streit. وَتَمْنَعُهُ أَنْوَاعًا مِنَ الْخَيْرِ Diese Hastigkeit und diese Eile entfernt von dir so viele gute Dinge. وَهِيَ قَرِينُ النَّدَامَ Und sie ist eng befreundet mit dem, sich bereuen. Mit dem sich, النَّدَامَ ist das Bereuen, genau, das Bereuen. Das heißt, wer eilig und schnell handelt, meistens wird er danach bereuen. Zu schnell ein Wort rausgelassen, zu schnell beleidigt, zu schnell über die Geschwister schlecht gedacht, zu schnell, zu schnell, zu schnell. Am Ende wird immer dieses Bereuen hinterher kommen. Dann sagt er hier zuletzt Ibn Qayyim, فَقَلَّ مَنْ يَسْتَعْجَلَ إِلَّا نَدِمْ Die meisten, die sich beeilen und hastig handeln, meistens danach bereuen sie immer. كَمَا أَنَّ الْكَسَلَ قَرِينُ الْفَوْتِ وَالْإِضَاعَةِ Er sagt, genauso wie das schnelle und hastige Handeln verbunden ist mit dem Bereuen und danach so in Schande zu fallen, ist genauso wie Al-Kessel mit Al-Faut, genauso wie die Faulheit mit dem Al-Faut, Versäumen und Al-Ida'a und Vergeudung verbunden ist. Faulheit und Zeitvertreib oder etwas zu vergeuden und zu versäumen sind eng beieinander, genauso wie die Hastigkeit und das Bereuen danach. فَيَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَكُونَ رَفِيقًا فِي أُمُورِهِ وَجَمِيعِ أَحْوَالِهِ Er sagt, so sollte der Muslim bestrebt sein, milde zu sein in all seinen Angelegenheiten und seinen Zuständen, غَيْرَ عَجِلٍ und nicht hastig und eilig handeln und eilig ganz schnell urteilen, wie wir es bei manchen Geschwistern sehen, der ist kafir, der ist mubtadi', der ist irre, der immer etwas sich Zeit lassen, bevor man so große Urteile rauslässt. فَإِنَّ الْعَجَلَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَا تُفَارِقُهُ الْخَيْبَةَ وَالْخُسْرَانِ Derjenige, der diese Eigenschaft in sich trägt, so wird Enttäuschung und Verlust immer mit ihm verbunden sein. Und das ist die sogenannte Tazkiyatun Nafs. Diese Thematik hier, nicht schnell zu handeln und eilig, gehört zum großen Thema Charakterreinigung. Und sogar haben die Gelehrten dazu eine Regel aufgestellt, die lautet مَنِ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ Was heißt das? Wer eine Sache schnell eintreffen lassen will, قَبْلَ أَوَانِهِ bevor die Zeit dafür eingetroffen ist, er wird bestraft, indem er die Sache nicht bekommt. Und dann geben sie Beispiel im Fiqh beispielsweise, wenn der Ehemann seine Ehefrau sich von ihr scheiden will, aufgrund, damit sie nichts erbt mit seinen Kindern. Wir sagen, dieser Ehemann, diese Scheidung ist ungültig. Die Regel lautet, wer etwas schnell eintreffen lassen will, bevor die Zeit dafür gekommen ist, wird bestraft, indem er diese Sache nicht bekommt, die er beabsichtigt hat. Und da gibt es 100.000 Beispiele darunter. Was wir hieraus lernen ist, dass wir uns diese schöne Charaktereigenschaft aneignen, At-Ta'anni, das Bedachtsame und diese Beschaulichkeit in uns zu tragen und die Eile und die Hastigkeit von dir zu entfernen. Also war der erste Punkt, wie man sich dem Schaitan widersetzt und ihm zuwiderhandelt, das von sich zu entfernen, die Eile und die Hastigkeit. Zweitens, al-julusu bayna dhilli wa shams, eine total andere Sache, dass man es vermeidet, zwischen Sonne und Schatten zu sitzen. Ein Teil deines Körpers ist in der Sonne und der andere im Schatten. Denn so sitzt nur der Shaitan. Im Hadith heißt es, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an yujlasa aw an yujlasa bayna dhihi wa dhil wa qal majlisu shaitan. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat es verpönt, zwischen Sonne und Schatten zu sitzen und sagte, das ist die Sitzung des Shaitans. Und Ibn Kathir hat das kurz bemerkt. Er sagte, denn der Shaitan liebt immer dieses, das Durcheinander und
Er sagt hier wörtlich, er sagt, أنه لما كان الجلوس في مثل هذا الموضع فيه تشويه. Er sagt, diese Sitzung des Shaitans zwischen Sonne und Schatten ist eine Art Verunstaltung des Körpers. Ein Teil des Körpers wird braun und der andere bleibt hell bzw. weiß. بالخلقة. Das heißt, du verunstaltest etwas deine Schöpfung. كان يحبه. Shaitan liebt das. Dieses Durcheinander, dieses, wie nennt man das? Punkt, 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 Bild, gib mir mal ein Adjektiv. Dieses Bild, was durcheinander ist, dieses Chaos, dieses chaotische Bild. Ein Teil deines Körpers ist braun, der andere ist weiß. لأن خلقته في نفسه مشوهة. Ibn Kathir sagt, denn seine Schöpfung selbst ist hässlich. Denn die Schöpfung Shaitan selbst ist hässlich. وهذا مستقر في الأذهان. Und das hat sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt, dass Shaitan ja hässlich ist. ولهذا قال تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Die Früchte des Sakumsbaums sehen aus wie Shayatin-Köpfe. Und die haben die Gelehrten geredet. Kein Mensch hat jemals den Shaitan gesehen in seiner wahren Gestalt. Weder die Propheten noch irgendein Mensch. Aber Allah sagt hier, die Früchte des Sakumsbaums, der in der Hölle wächst, deren Früchte sehen aus wie Shaitanköpfe. Aber keiner weiß, wie Shaitanköpfe aussehen. Und daraus haben die Gelehrten gezogen, dass Allah meint, dass seine Gestalt an sich hässlich ist. Genau wie jeder weiß, dass die Engel von schöner Gestalt sind, obwohl sie keine gesehen hat. Und deswegen sagten die Frauen in Suratu Yusuf, als sie Yusuf sahen, Akbarnahu, sagt Allah. Als sie ihn sahen, haben sie ihn für etwas Großes erklärt und sagten, Hasha lillah, freis Allah davon, ma hadha bashara, das ist kein Mensch, in hadha illa malakun karim, das ist ein edler Engel, obwohl sie noch nie Engel gesehen haben, aber die Menschen verbinden Schönheit mit Engel und Hässlichkeit mit Shayatin. Also vermeide es, zwischen Sonne und Schatten zu sitzen. Drittens, al-aklu wa-shurbu, das Speisen und das Trinken. Wie kann man sich da dem Shaitan widersetzen? An Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qal, von Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf beiden, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, idha akala ahadukum falyakul biyaminih, wenn jemand von euch isst, speist, soll er es mit seiner Rechten machen. وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ Wenn er trinkt, soll er es mit seiner Rechten machen. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ Denn der Shaitan isst mit seiner Linken. وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ Und trinkt mit seiner Linken. Also essen und trinken tun wir auch mit rechts und nicht mit links, um uns den Shaitan zu widersetzen. Gegen Shaitan zu widersetzen. Viertens, الْأَخْذُ وَالْعَطَاءُ Das Geben und das Nehmen. Wenn dir jemand etwas gibt, nehme es mit rechts an und du selbst gebe auch mit rechts. Denn der Shaitan macht genau das Gegenteil. Im Hadith heißt es von Abu Huraira, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ Isst mit eurer Rechten. وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ Und trinkt mit eurer Rechten. وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ Und nehme an mit der Rechten, was dir gegeben wird. وَلْيُعْتِ بِيَمِينِهِ Und gebe du auch Stift, Glas, irgendwas, was jemand von dir will, gebe es mit der Rechten. فَإِنَّ الشَّيْطَانِ Denn der Shaitan يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ Isst mit seiner Linken. وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ Trinkt mit seiner Linken. وَيُعْتِي بِشِمَالِهِ Gibt mit seiner Linken. وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ Und nimmt auch mit seiner linken Hand an. Das war viertens. Fünftens, Al-Kibr. Al-Kibr. Dass du Shaitan zuwiderhandelst, indem du keine Hochmut hast. I'lam asamak Allahu min ash-Shaitan. Er sagt, wisse möge Allah dich vor dem Shaitan bewahren, bi anna al-kibra min sifati iblis, dass diese Hochmut von den Eigenschaften Shaitans ist. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Und als wir den Engeln sagten, werft euch allesamt nieder vor Adam, fasajadu. So warfen sie sich nieder. Illa Iblis, außer Iblis. Aber er weigerte sich. Was Tekbar hieß unser Kibr und verhielt sich hochmütig. Wa kana min al-Kafirin und gehörte zu den Ungläubigen. Das ist in Suratu al-Baqarah. Und in Suratu al-A'raf, da wiederholt sich die Suche nochmal, sagte Allah, fahbit minha.
raus aus dem Paradies, runter von ihr. فما يكون لك أن تتكبر فيها. Es geziemt sich dir nicht, dich hier hochmütig zu verhandeln. فخرج, raus mit dir, إنك من الصاغرين, denn du bist ab heute gering geachtet. ومخالفة الشيطان في هذه الصفة يكون بالتواضع. Wie tue ich mich Shaitan in Bezug auf Kibr ja, zuwiderhandeln, indem ich kein Kibr habe? Okay, was heißt das aber? Er sagt, indem du dich bescheiden verhältst. At-tawadu'. Und im Hadith heißt es von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, man tawada'a lillahi rafa'a. Wer sich für Allah bescheiden verhält, den wird er erhöhen. وَمَنْ تَكَبَّرَ وَدَعَوْا اللَّهُ. Und wer sich hochmütig verhält, der wird erniedrigt werden. Genauso wie Iblis. Er hat sich hochmütig verhalten, er wurde erniedrigt bis in alle Ewigkeit und wird in der tiefsten Stufe von Jahannam sein. Und diese Bescheidenheit, sagt er, hat zwei Sorten. Erstens, تَوَدُعُ الْعَبْدِ عِنْدَ أَمْرِ اللَّهِ امْتِثَالًا وَعِنْدَ نَهِهِ اجْتِنَابًا. Bescheidenheit bedeutet gegenüber Allah, dass du seinen Befehlen folgst und seinen Verboten gehorchst. Mache, ich mache. Halte dich fern, ich halte mich fern. Erste Art von Tawadu. Die zweite, Tawadu'uhu li'azamati rabbi wa jalalihi wa khudu'ihi li'izzatihi wa kibriyai. Die zweite Art von Bescheidenheit ist, dass du Allah als Gewaltigen erklärst, als Größten erklärst, als unfassbar Großen erklärst. Allahu Akbar, dadurch bekommst du Demut und Unterwürfigkeit und bist immer bescheiden, mit Kopf unten, ohne gegenüber deinen Geschwistern hochmütig zu sein. Das heißt, Bescheidenheit heißt, wenn er dir einen Befehl gibt, führst du es aus. Wenn er dir ein Verbot gibt, führst du es aus. Und die zweite Art von Bescheidenheit ist die, die du im Herzen trägst, diese Gebrochenheit, diese Bescheidenheit, diese Unterwürfigkeit vor seiner gewaltigen Größe. Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Also war die fünfte Sache, in der wir uns dem Shaitan widersetzen, nicht hochmütig zu sein, und das bedeutet gleichzeitig bescheiden zu sein. Sadisan, sechstens, As-Shaitanu la yaqil. Der Shaitan verrichtet keinen Mittagsschlaf. An Anas radiallahu anhu qal, von Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, qal, er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, qilu fa inna shayatina la taqil. Verrichtet den Mittagsschlaf, denn die Shayatin verrichten keinen Mittagsschlaf. Siebtens, As-Shaytanu yamshi fi na'lin wahida. Der Shaitan läuft in einem Schuh. Das ist, was wir gerade hatten. Er will immer so ein Bild, Chaos, immer Chaos. Die Hälfte deines Körpers ist gebräunt, die andere ist weiß. Er isst mit der linken Hand. Oder er läuft in einem Schuh oder in einer Socke. Immer ist es bei ihm so ein verwirrendes Bild. Also sagt er hier, der Beweis, dass man nicht in einem Schuh laufen soll, von Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, naha anil mashi fi an-na'l al-wahida wa qala inna ash-shaytana yamshi bin-na'l al-wahida. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es verboten, in einem Schuh zu laufen, und sagte, dass der Shaitan in einem Schuh läuft. Das war siebtens. Achtens, التبذير والإسراف. Verschwendung, die sogenannte Verschwendung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innahu la yuhibbu al-musrifin. Allah liebt die Verschwender nicht. Und hier im Vers heißt es auch, innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Die Verschwender gehören zu den Brüdern und zu den Geschwistern der Shayatin. Also eine Eigenschaft von ihnen ist, zu verschwenden. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma von Jabir, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte, anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala lah, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihm sagte, firashun lirrajul wa firashun limra'atih wa thalithu lidayf wa rabi'u lishaytan. Das heißt, Firash ist das, was du zum Schlafen brauchst, ein Kissen, eine Decke, ein Bett und so weiter. Er sagte, eins ist für den Mann, ein Schlafort ist für den Mann, und eins für seine Ehefrau, und eins ist für den Gast, dass du für den Gast ein Kissen, eine Decke hast, und das vierte ist für den Shaitan. Dieser Hadith weist darauf hin, dass man nicht mehr braucht als nötig, weil das zählt schon zur Verschwendung. Du hast ja Schlafequipment für dich, sagt er, für den Mann, dann für die Ehefrau, dann hast du etwas
Ja, bewahrst du es auf im Schrank oder sonst wo für den Gast, wenn du mal Gäste bekommst. Und das vierte, was einfach rumliegt und nie benutzt wird, ist für den Shaitan, um darauf hinzuweisen, dass es unnötig ist. Beziehungsweise, weil er dazu aufruft, der Shaitan ruft dazu auf, Vorsicht, unnötiges Zeug sich immer ja, zu besorgen oder zu kaufen. Du hast schon 50 Dinger, nein, du holst sie noch 51 und 52. Das ist vom Shaitan. Und er redet hier, sallallahu alaihi wasallam, nur über das, was man zum Schlafen braucht, ein Kissen und eine Decke. Wie sieht es mit heutzutage aus? Wir haben so viel Überfluss und so viele Sachen, die wir gar nicht brauchen zu Hause. Wir können uns recht leiden. Er sagt hier, وَأَمَّا قَوْلُهُ فَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ, gemeint ist mit das vierte Bett-Equipment, sage ich mal, ist für den Shaitan. فَإِنَّ اتِّخَاذُهُ إِسْرَافٌ, es zu haben gehört schon zu Verschwendung. Denn es wird nicht gebraucht. Du hast deinen Schlafbezug, deine Frau für deinen Gast. Für was hast du ein viertes und ein fünftes? Genau. Und dann sagt er hier noch als Faida, als Lehre und Nutzen: Derjenige, der mehr Bettzeugs hat als nötig, ist verpönt. Für denjenigen, der nicht viele Gäste hat. Wenn du aber einer bist, der sehr oft besucht wird, dann ist es kein Problem, mehrere Sachen zu haben, die gebraucht werden von den Gästen. Okay, also haben wir hier 8 Punkte, in denen wir uns dem Shaitan widersetzen. Und der 20. Punkt lautete Mukhalafatu Shaitan, dem Shaitan zu widerhandeln. Erstens, er ist hastig, das Gegenteil. Zweitens, haben wir gesagt, er sitzt zwischen Sonne und Schatten. Drittens, Essen und Trinken mit der Rechten tun wir. Das Geben und das Nehmen tun wir auch mit der Rechten, er macht das alles mit links. Dann die Hochmut, dann der Mittagsschlaf, dann in einem Schuh laufen und dann die Verschwendung allgemein. Punkt 21, Al-Hisnu Al-Hadi wal-Ishrun, 21. Schutzart, At-Taubatu wal-Istighfar. Die Tauba, darüber haben wir 5 Durus gemacht. Kannst zurück in der Playlist und die mal anhören, ausführlich. Hier sagen wir einfach jetzt Reue und Al-Istighfar, das Bitten um Vergebung, mit all seinen Sorten. Istighfar kannst du sehr verschiedenartig verrichten. Du kannst einfach sagen, Rabbi ghafirli, oh Allah, vergebe mir. Du kannst sagen, Astaghfirullah, oh Allah, ich bitte dich um Vergebung. Du kannst sagen, Astaghfirullah, atubu ilayh. Du kannst den Seydul-Istighfar aussprechen. Der Führer des Bitten um Vergebung in Bukhari, haben wir auch öfters erwähnt, findest du auch in den Morgens- und Abendsgedenken. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika ma stata'ta a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Das ist der sogenannte Sayyidul Istighfar, der Führer. Wenn du am besten um Vergebung bitten willst, dann mache diese Art und Weise. Wie ist das eine Schutzart? Er sagt hier: قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Diejenigen, die gottesfürchtig sind, wenn sie ein Taif trifft, ein Weswas oder eine Einbildung vom Shaitan, eine Art Schatten, weil hier haben wir zwei Lesearten, Taif und Taif. Taif ist der Weswas und Taif ist der Shaitan, gibt dir so manchmal Filme in deinen Kopf von Sünden, die du verrichten sollst. Allah sagt hier, wenn die Gottesfürchtigen das bekommen vom Shaitan, diese heftigen Einflüsterungen, was passiert? Tadhakkarun. Dann denken sie sofort nach und ermahnen sich selbst, dass das von Shaitan ist und dass sie das nicht praktizieren werden, denn das ist vom Shaitan und danach wartet die Strafe. Danach haben sie wieder den Durchblick. Und Taif, da steckt auch das Wort Tawaf drin. Als würde der Shaitan um dich Tawaf machen, was sie um die Kaaba machen. Er wartet für den Zeitpunkt oder auf den Zeitpunkt, in dem du unachtsam bist, und dann flüstert er dir heftig was ein und dann bist du alleine da mit deiner Einflüsterung. Machst du diese Sünde? Oder Tadhakkaru, erinnerst du dich, wie Allah hier sagt, Tadhakkaru fa'idahum mubsirun. Woran denkst du? An die Strafe Allahs und dass das von Shaitan ist. Fa'idahum mubsirun. Und dann hast du wieder den Durchblick. Er sagt hier, لما كان العبد لابد أن يغفل وينال منه الشيطان. Er sagt, es wird passieren und es muss sein, dass der Diener mal in Unachtsamkeit und Achtlosigkeit verfällt.
So wisse, dass der Shaitan sich um dich dreht, um auf diesen Augenblick zu warten. Wann verfällst du in Unmacht? Wann verfällst du in Achtlosigkeit und Unachtsamkeit? Wann hast du diesen Zeitpunkt, damit er dir einflüstern kann? Schau mal hier, er sagt, yantadhiru ghaflata. Er wartet nur darauf, bis du unachtsam bist. ذَكَرَ تَعَالَى عَلَامَةَ الْمُتَّقِينَ مِنَ الْغَوِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in diesem Vers das Zeichen der Gottesfürchtigen gegenüber den Irregehenden. Welches Zeichen ist es? وَأَنَّ الْمُتَّقِي إِذَا حَسَّ بِذَنْبٍ وَمَسَّهُ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَأَذْنَبَ بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ تَذَكَّرْ أَيِّ بَابٍ أُتِي. So versucht er so schnell wie möglich sich zu ermahnen und klaren Kopf zu bekommen, was er gerade eigentlich davor hat und wer ihm das eingeflüstert hat, nämlich der Shaitan. Der Gottesfürchtige ist so. Er bekommt diese Einflüsterung, hält kurz inne und dann kriegt er wieder seinen klaren Blick. Wie Allah es hier sagt, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, kommt vom Basar, vom Durchblick. وَتَذَكَّرَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَبْصَرَ وَاسْتَغْفَرَ تَعَالَى. Dann erinnert er sich, dass Allah subhanahu wa ta'ala das verboten hat und dass es dafür Strafe gibt. فَأَبْصَرَ. So hat er wieder den Durchblick. وَاسْتَغْفَرَ. Und bittet um Vergebung. وَاسْتَدْرَكَ مَا فَرَّطَ مِنْهُ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ. Und wenn er reingefallen ist in die Sünde, verrichtet er sofort seine Taube und weint und verbessert sich. والحسنات الكثيرة فرد شيطانه خاسئا حسيرا. Er ist in die Sünde gefallen. Es kann passieren. Was macht er? Taube, Istighfar. So verstößt er seinen Shaitan und dann wird sein Shaitan traurig in der Ecke sitzen, weil der Shaitan genau weiß, der Diener hat um Vergebung gebeten. So wird Allah ihm vergeben. Also Schutzart Nummer 21, einer der wichtigsten überhaupt, die Taube. Und das ständige Bitten um Vergebung. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Und wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das täglich 70 Mal macht in einer Überlieferung, in einer anderen bis zu 100 Mal. Und das in 2 Minuten. 100 Mal Astaghfirullah zu sagen, dauert 2 Minuten. Vermehre das. Al-Hisnu al-Thani wal-Ishrun, die 22. Schutzart, ist das gute Wort. Damit ist nicht unser Kanal gemeint, sondern das gute Wort an sich aussprechen, also nicht obszön zu sein. Er sagt hier, قال الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. O Gesandter, sag meinen Dienern, sie sollen das Beste an Worten aussprechen. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Denn gewiss, der Shaitan stachelt zwischen den Dienern. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Denn gewiss, der Shaitan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Vielleicht können wir hier mal eine Frage stellen. Warum sagt Allah in mehreren Versen, innahu lakum aduwwun mubin beispielsweise? Und hier sagt er aduwwun mubina. Wieso sagt Allah deutlich, obwohl der Shaitan verborgen ist und wir ihn nicht sehen? Das hatten wir sogar in dieser Shaitan-Serie. Was ist mit deutlich gemeint? Wir sehen ihn doch nicht. Vielleicht kann da drauf jemand antworten. Er sagt, في هذه الآية الكريمة, in diesem Vers, يأمر الله عبده ورسوله أن يأمر عباده المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم كلام الحسن. Also dieser Vers ruft allgemein dazu auf, immer gute Worte auf der Zunge zu haben, die besten Worte auszusuchen, wenn du mit deinen Geschwistern, mit deinen Eltern, mit deinen Nachbarn redest. Und er sagte hier, Ahsan, Ahsan ist Steigerungsform von Hasan. Man soll versuchen, immer die besten Worte auszusprechen, die man nur finden kann. فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكُ. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr nicht die schönsten Worte aussucht für eure Rede, نَزَرَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ, dann wird Shaitan zwischen euch Zwiespalt stiften und stacheln. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَرُ بَيْنَهُمْ. وَأَوْقَعَ الشَّرَّ وَالْمُخَاصَمَةَ وَالْمُقَاتَلَةَ. Danach entsteht Streit und man wird sich gegenseitig bekämpfen. Warum das alles? Weil man miteinander nicht
gut redet, beziehungsweise Allah sagt hier auf die beste Art redet. Es geht ja um das gute Wort. Das ist ein Schutz vom Shaitan. Dass wenn du mit deinen Geschwistern redest, die besten Worte, mit deiner Ehefrau, mit deinem Nachbarn, die schönsten Worte aussuchst. Denn ein falsches Wort kränkt ihn, dann reagiert er negativ, dann du darauf negativ. Was passiert? Was Allah sagte. Inna shaitana yanzaru bainahum. Der Shaitan stachelt zwischen euch. Denn er ist euch ein deutlicher Feind. نعم فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع عن السجود لآدم عداوته ظاهرة بينة. Er ist unser Feind, sagt er schon, von der Erschaffung Adams und seiner Gefolgsleute, beziehungsweise seiner Kinder, die Kinder Adams, also der Menschheit an sich, vom Zeitpunkt, als er sich geweigert hat, sich niederzuwerfen. Und hier sagt er nochmal, وعداوته Zahiratun bayyinah, seine Feindschaft ist offensichtlich und deutlich. Also war die 22. Schutzart das gute Wort. Al-Hisnu al-Thalithu wal-Ishrun, die 23. Schutzart, al-I'tisamu billah, das Festhalten an Allah. Das ist ebenfalls eine Schutzart. Was ist damit gemeint? Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wa'tasimu billahi huwa maulakum, fa'ni'ma al-maula. Er sagt hier und befehlt seinen Dienern, also das Festhalten an Allah, so lautet die 23. Schutzart, und haltet alle fest an Allah, denn er ist euer Maula. Welch vorzüglicher Maula ist er doch und welch vortrefflicher Nasir. Was heißt das? Solange du dich an Allah festhaltest, wird er dich in seine Obhut nehmen. وَنَصَرَكُمْ عَلَى الشَّيْطَانِ und die zum Sieg helfen gegenüber deinem Shaitan. وَهُوَ الْعَدُوُّ الَّذِي لَا يُفَارِقُ الْعَبْدِ das ist der Feind, der sich vom Diener niemals trennt. وَعَدَاوَتُهُ أَضَرُّ مِنْ عَدَاوَةِ الْعَدُوِّ الْخَارِجِ die Feindschaft des Shaitans ist ja eine verborgene. Sie ist noch gefährlicher als die Feindschaft eines, den du siehst. فَالنَّصْرُ عَلَى هَذَا الْعَدُوِّ أَهَمْ so ist der Sieg gegenüber den verborgenen Feind wichtiger. وَالْعَبْدُ إِلَيْهِ أَحْوَجْ und der Diener hat es noch nötiger, ihn zu besiegen als seinen offensichtlichen Feind. وَكَمَالُ النُّصْرَةِ عَلَى الْعَدُوِّ بِحَسَبِ كَمَالِ الْاِعْتِصَامِ بِاللَّهِ desto heftiger du an Allah festhältst, desto heftiger wird dir geholfen werden. وَنَقْصُ هَذَا الْاِعْتِصَامِ يُؤَدِّ إِلَى الْإِنْخِنَاعِ مِنْ عِصْمَةِ اللَّهِ وَهُوَ حَقِيقَةُ الْخِذْلَانِ es kommt auf dich an. Wie heftig hältst du an Allah fest, an seine Gebote und Verbote? Desto heftiger du da bist, desto heftiger wirst du in Schutz genommen. Und bist du nachlässig mit deinen Gebeten, mit deinem Dhikr, mit den Verboten, mit den Geboten, wisse, dass Shaitan dir näher sein wird. Und Haqiqatul Khidlan, sagt er, es ist der wahre Misserfolg, den du erleben wirst. فَمَا خَلَّ اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ خَلَاكَ إِلَّا أَنْ خَذَلَكَ du wirst nur alleine gelassen mit Shaitan. Das passiert, nachdem Allah dich schon längst hat losgelassen. Warum? Weil du nicht mehr wolltest. So lässt er dich allein mit dem Shaitan und dann schlägt der Shaitan dich links und rechts, wie er möchte. وَلَوْ عَصَمَكَ وَوَفَّقَكَ لَمَا وَجَدَ الشَّيْطَانُ إِلَيْكَ سَبِيلًا Allahu Akbar. Hätte dich Allah in seine Obhut genommen, hätte Shaitan niemals einen Weg zu dir gefunden. Einer, der seine Gebete in der Zeit verrichtet, seine freiwilligen Gebete dazu, sein Dhikr verrichtet, eine Beziehung zum Koran hat, rechtschaffen versucht zu sein, wie soll Shaitan einen Weg zu ihm finden? Al-Mawla ist derjenige, der dich in die Obhut nimmt, also einen Helfer. Und Al-Nasir ist derjenige, der dir helfen wird. Allah sagt, wer ist denn besser? فَنِعْمَ الْمَوْلَى Wer ist besser? Es gibt keinen Besseren, der dich in Obhut nehmen kann als Allah. وَنِعْمَ النَّصِيرُ Und es gibt keinen Besseren, der dir zum Sieg verhelfen kann, außer Allah. Genau. Also war Schutzart Nummer 23 das Festhalten an Allah. Das ist eigentlich ein Thema an sich, wie man sich an Allah festhält, aber allgemein verrichte die Gebote und unterlasse die Verbote. Al-Hisnu Rabi al-Ashrun, die 24. Schutzart und unsere vorletzte, Ittiba'u Sirat al-Mustaqim,
den sogenannten Sirat al-Mustaqim folgen, der sogenannte gerade Weg oder der gerade Pfad. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-An'am, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Er sagt, und das ist ein gerader Weg, so folgt ihm. Und folgt nicht den Abspaltungswegen, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, dann werdet ihr in einen Durcheinander oder ins Schleudern geraten, sagen wir es mal so, einfach verständlich. وَسَبِيلُ اللَّهِ وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. Dieser gerade Weg ist der Weg, den der Prophet صلى الله عليه وسلم eingeschlagen ist und die Gefährten. Allah sagte seinem Gesandten, إنك لعلى هدى مستقيم. O Gesandter, du bist auf einer geraden Rechtleitung. وقال und sagte, وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. Und du, O Gesandter, leitest ja zu einem geraden Weg. Das heißt, die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. Derjenige, der nun dem Gesandten Allahs folgt, in seiner Aussage und in seinen Taten, فهو على صراط المستقيم. So ist er auf diesem geraden Weg. وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه. Und er gehört zu denjenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und ihnen ihre Sünden vergibt. Denn im Vers heißt es, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ, sage, wenn ihr Allah liebt, فَاتَّبِعُونِي, so folgt mir, يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. وَمَنْ خَالَفَهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُتَّبِعٌ لِسَبِيلِ الشَّيْطَانِ. Und wer sich den Worten und den Taten des Propheten sallallahu alaihi wasallam widersetzt, ist ein Erneuerer und einer, der dem Weg des Shaitans folgt. غَيْرُ دَاخِلٍ فِي مَوَعَدَ اللَّهُ بِالْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالْإِحْسَانِ. Er wird nicht zu denen gehören, denen Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies, die Vergebung und das Blicken oder allgemein das Gute versprochen hat. Noch ein Hadith in Bezug auf den geraden Weg. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war eines Tages mit den Gefährten sitzend auf der Erde, und dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam und hat einen geraden Strich auf den Boden gezeichnet und dann links und rechts kleinere Äste, links und rechts. Dann sagte er, hadha sabilullah, das ist der Weg Allahs. Wa khatta khattan an yamini wa khatta khattan an shimali. Und dann hat er kleine Äste gemacht links und rechts an diesem geraden Weg und sagte, وَقَالْ هَذِهِ سُبُلُ الشَّيْطَانِ, das sind die Wege des Schaitans. Und in einer anderen Überlieferung, hier ist der gerade Weg und hier sind immer so Abzweigungen. Und an jeder Abzweigung ist ein Schaitan, der zu seiner Fitna ruft. Der eine ruft dich zu Drogen, der andere zu Alkohol, der andere zu dies und zu jenem. Du aber, das Schwierige ist, auf diesem geraden Weg zu bleiben und nicht abzuschweifen. Dann rezitierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Vers, in Surah Al-An'am, Surah 6, Vers 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, und das ist mein gerader Weg, فَاتَّبِعُوهُ, so folgt ihm, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلُ, und folgt nicht diesen Abzweigungen, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, dann werdet ihr ins Schleudern geraten. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, das hat er euch anbefohlen, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Das war Schutzart Nummer 24, sich dem geraden Weg zu widmen und auf ihn zu bleiben, indem man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt in seiner Aussage und in seinen Taten. Und dann, alhamdulillah, kommen wir zur letzten Schutzart, Schutzart Nummer 25. Er sagt hier, Tahsinul Bayt, das heißt die Wohnung, da wo man am meisten verweilt, in Schutz zu nehmen. Das heißt, seine eigene Wohnung oder Haus zu beschützen. Was ist damit gemeint? Er sagt hier, wie gerade aufgezählt, fünf Dinge, wie man seine Wohnung in Schutz nimmt vor dem Shaitan. Er sagt erstens, Zikrullahi ta'ala inda dukhul. Wenn du deine Wohnung betretest, sprichst du das bekannte Bittgebet aus, was jeder kennt. Idha dakhal ar-rajul hi im Hadith. Ich lese mal den Hadith vor von Jabir radiallahu anhu,
Von Jabir Allahs Wohlgefallen auf ihm, annahu sami'a an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, er hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen: "Idha dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allahu 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala ash-shaytan", wenn der Mann Person seine Wohnung betretet und dann den Namen Allahs erwähnt, Bismillah, in Hisul Muslim findest du auch das spezielle Bittgebet dafür, das Bittgebet beim Betreten der Wohnung und beim Verlassen der Wohnung. Sagt der Shaitan: "La mabita lakum wa la 'asha", ihr habt weder Übernachtungsort noch Abendessen. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ, und wenn er dann eintretet und Allah nicht erwähnt, sagt der Shaitan: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ, ihr habt einen Übernachtungsort. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءُ, und dann Allah nicht erwähnt beim Speisen, sagt der Shaitan, seine Gefolgsleute, kommt, ihr habt einen Übernachtungsort und Abendessen heute. Also das Bittgebet aussprechen. Zweitens, At-Taslimu ala al-Ahl. Das ist eine ausgestorbene Sunna eigentlich, dass wenn du reingehst nach Hause, jeder, der sich im Haus befindet, oder einfach kurz laut sagen, As-Salamu alaikum, den Salam zu verbreiten. An Anas hin, radiallahu anhu, qala, von Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte mir, wir wissen, dass Anas 10 Jahre der Bedienstete und Schüler war von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte ihm eines Tages, ya bunay, o mein Kindchen, إذا دخلت على أهلك, wenn du reingehst nach Hause zu deiner Familie, فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك, so wird es ein Segen für dich sein und für die, die sich in der Wohnung befinden. Hier der Prophet, was er schon kleinen Kindern beibringt, Bittgebete und was sie sagen sollen bei dem Betreten der Wohnung. Drittens, تطهير البيت من صوت إبليس, und zwar die Wohnung zu reinigen, er sagt hier von der Stimme Shaitans. Was damit gemeint? An Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu maqal, von Jabir, Allahs Wohlgefallen auf beiden, er sagte, auf beiden, weil der Vater von Jabir auch den Islam angenommen hat. Achad an Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi yadi Abdurrahman ibn Aufin, fantalaqa bihi ila binihi Ibrahim, fawajadahu yajudu bi nafsihi, faakhad an Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi hijri, fabaka, faqala lahu Abdurrahman atabki. Okay. Von Abdurrahman ibn Auf, er ging eines Tages mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu seinem Sohn Ibrahim. Ibrahim ist das einzige Kind, was nicht von Khadija stammt. Und zwar stammt es von Maria al-Qibtiyah, die er aus Ägypten geheiratet hat. Sein Sohn wurde nur 18 Monate alt und ist verstorben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging eines Tages mit Abdurrahman ibn Auf, während dieses kleine Baby am Sterben war. Dann nahm der Prophet sallallahu seinen kleinen Säugling und hat ihn in seinen Schoß gelegt. Und dann weinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Abdurrahman, dann sagte Abdurrahman verwunderlich, atabki, du weinst, o Gesandter? Awalam takun nahayta anil buka, hast du es nicht verpönt oder verboten, dass man weint in so einem Zustand, wenn einer stirbt? Qal, dann sagte, la, nein, walakin nahaytu an sawtayni Ahmaqaini fajirain. Er sagte, nein, das habe ich nicht gemeint, das normale Weinen, weil man traurig wird. Ich habe verboten, die zwei Arten von Tönen, die verrückt sind, wahnsinnig sind und unsittlich sind. Sautin inda al-musiba, es ist der Ton, wenn einer stirbt, damit sind die Frauen speziell gemeint, die dann schreien. Khamshin wujuh, ihre Gesichter zerkratzen, shaqqil juyub, ihre Öffnungen ihrer Kleider zerreißen, wa rannat ash-shaytan, und dem Ton von Shaitan. Dazu kommen wir gleich. In Bezug auf die Frauen gibt es noch eine weitere Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er sich lossagt von diesen Frauen und dass das zu den großen Sünden gehört, dass wenn der Ehemann verstirbt, dann erhebt sie ihre Stimme und sagt Dinge, die Allah nicht gefallen, wie warum ich, warum wurde mein Mann vor mir genommen, dann zerreißt sie ihre Kleidung, beleidigt, wird beleidigend, was noch, und Al-Haliqa, manche schneiden sich sogar eine Glatze, warannat al-Shaytan, also das ist bezogen auf den ersten Ton, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten, diese Taten zu verrichten, wenn einer stirbt. Er sagt hier, أراد بالصوت الأول ما يحدثه الحزن والمصيبة من النياحة, die sogenannte Niyaha, genau, das Wehklagen, das übertriebene Wehklagen.
والدعاء بالويل والعويل. Und dass man Vernichtung sich herbeiruft und sagt: Oh Allah, nimm mich auch mit. Wenn du schon meinen Mann genommen hast, dann nimm mich auch mit. Und so weiter. Was meint er mit dem Ton von Shaitan? Es ist der Ton, ja, der Unterhaltungston, sage ich mal, und der Gesang. Also alle Instrumente, damit ist der Ton des Shaitans gemeint, alle Instrumente, die dich ins Bewegen und ins Tanzen bringen, wie Gesang und Flöten. Ibn al-Qayyim sagt dazu besondere Worte. Er sagt: Fandur ila hadha an-nahy. Schau dir dieses Verbot an. Bitasmiyati sawt al-ghina'i sawtan ahmaq. Dass der Gesang und Instrumentton nannte der Prophet ein verrückter Ton. Wa lam yaqtasir, nicht nur das, er sagte auch Fujur, es ist unsittlich. Wa lam yaqtasir al-zalik wa sammahu min mazamir ash-shaytan. Nein, er ging sogar noch eine Stufe weiter und sagte, es gehört zu den Instrumenten des Shaitans. Dann sagt Ibn al-Qayyim, wenn das nicht auf Haram hinweist, dass Musik Haram ist, was dann? Der Prophet sagt, Ahmak, verrückt und unsittlich und gehört zu den Tönen des Shaitans. Genau, also drittens war, ja, die Wohnung davon freizuhalten, dass wenn jemand einen Todesfall hat, dass da keine Stimmen erhoben werden und sozusagen sich dem Schicksal, ja, gegenüberstellt und sagt, warum ist mir das passiert, warum ist mein Mann vor mir gestorben, man soll seine Kleidung nicht zerreißen, man soll sein Gesicht nicht zerkratzen und so weiter. Viertens, wie man seine Wohnung sauber hält, Tatirul Bayti min al-Ajras, dass du keine Glocken zu Hause hast. Weil er sagte, Al-Jarasu mazamiru shaitan, die Glocken gehören zu den Instrumenten des Shaitans. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, La tashabu al-Malaikatu rifqan aw rifqatan fiha kalbun wala jaras. Die Engel begleiten keine Gruppe von Reisenden, wenn unter den Reisenden Glocken sind und ein Hund. Und in einer dritten Überlieferung von Aisha sagte er, La tadkhulu al-Malaikatu baytan fiha jaras. Die Engel betreten keine Wohnung, in der sich eine Glocke befindet. Was mit der Glocke hier gemeint ist, sind die richtigen Glocken, also was man hier in den Kirchen sieht. Und auch der Ton, dieses Gong, das ist damit gemeint. Weil er sagte, damit sind nicht die Handytöne gemeint oder die heutigen Klingeltöne und Alarmtöne. Er sagt, nein, gemeint sind wirklich dieser Glockenton, den man hört. Und er sagt hier wirklich auch auf Arabisch, wie zum Beispiel Big Ben in England. Also dieser richtige Glockenton. Genau. Das war viertens. Also Glocken, ich weiß gar nicht, wer heute Glocken noch zu Hause hat. Obwohl es gibt ein paar Uhren, sagt er hier, die haben diesen Ton von der Glocke. Man soll das vermeiden. Dann fünftens, Tathirul Bayti min Tasawir wa Tamathil. Das ist, glaube ich, klar und bekannt, dass man seine Wohnung freihalten soll von, ja, Statuen, alles, was einem Lebewesen ähnelt und von, ja, Fotos. Genau. يجب على المسلم أن يطهر بيته من التماثيل والصور. Dass er seine Wohnung reinhalten soll von Statuen. Es sind auch diese kleinen Dekordinger, Elefant, Vogel, die soll man auch nicht zu Hause haben. Und Bilder an sich. Aber Bilder, sagt er hier, von Natur und Bäumen und so weiter, Flüssen, alles, was leblos ist, Berge, ist überhaupt gar kein Problem. Weil der Hadith lautet, La tadkhulul malaikatu baytan fihi kalbun wala sura. Denn die Engel betreten keine Wohnung, in der sich ein Hund oder ein Bild befindet. Also waren das die fünf Dinge, wie du deine Wohnung vor dem Shaitan schützt. Allah erwähnen beim Eintritt, deine Familie begrüßen, wenn du eintretest, kein Wehklagen soll da stattfinden, dann keine Glocken in der Wohnung haben oder etwas, was einer Glocke ähnelt vom Ton, und dann aufpassen, dass man keine Bilder aufhängt und sonstige Dekor. Ich glaube nicht, dass man heute Statuen zu Hause hat, aber alles, was einem Lebewesen ähnelt. Und damit hätten wir dann 7 Teile in Bezug auf den Shaitan, seine Übel und Schutzarten beendet.
Und wir schauen inshallah, was wir demnächst machen. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. So, jetzt Fragen. Bismillah. Bismillah. So, assalamu alaikum. Ganz viel. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. An alle, die den Salam verbreiten. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und euch zurück. Iman Brother sagt, Assalamu alaikum, wenn die Einflüsterung des Guten von dem Engel weniger, wenn man nicht darauf hört, beziehungsweise die Tat, die eingeflüstert wird, nicht in die Tat umsetzt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Wa'idul Muslim, es ist der Ermahner des Gläubigen, der sich im Herzen jedes Gläubigen befindet. Diese Stimme, die dir sagt, mach das nicht. Es ist eine Sünde. Bei dem einen ist sie so gewaltig stark, weil sein Iman stark ist. Und bei dem anderen, da sie, wie du hier sagst, immer unterdrückt, 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 wird sie immer schwächer und schwächer und schwächer, bis sie gar nicht mehr stattfindet. Du machst Sünden und es ist für dich normal, normal geworden. Höre auf diese Stimme. Ja, und es gibt einen Engel, das haben wir auch in dieser Serie gesagt, es gibt einen Engel, der dir Gutes einflüstert. Werden die Einflüsterung des Guten von dem Engel weniger, wenn man nicht darauf hört, beziehungsweise die Tat, die Einflüsterung wird nicht in die Tat umgesetzt. Genau, genau so. Es ist ja eine Ni'ma, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir diesen Engel so stark macht, dass er dir ständig Gutes einflüstert. Es kommt auf dich an. Desto rechtschaffener du bist, desto stärker ist seine Einflüsterung, gute Einflüsterung. Ikram, darf ich fragen, welches Buch das ist? Das wurde schon 17 Mal, glaube ich, gefragt. Es ist eine Zusammenfassung von mehreren Shuyuch, die sich die emotionalsten Themen ausgesucht haben. Wie zum Beispiel, wir sind hier beim ersten Thema, es geht rund um den Shaitan. Das nächste Thema lautet, die Vorzüglichkeit von Qiyamul Layl, haben wir schon beendet. Dann der gute Charakter, das werden wir noch machen, inshallah. Dann Dinge, die dich retten im Dies und Jenseits, werden wir auch noch machen. Dann die Sünden und welche Folgen sie haben auf die einzelne Person und auf die Gesellschaft. Dann At-Tauba ist der Weg zum Paradies, haben wir auch vor Ramadan zu Ende gemacht. Dann At-Tahdhir us-Sarik min al-Mahalik, Dinge, die den Diener vernichten. Dann das Gebet und die Demut. Dann bestimmte Dinge, die man verrichten sollte, bevor man diese Dunya verlässt, haben wir auch gemacht. Und dann das letzte Thema, damit haben wir sogar angefangen, Islahul Qulub, die Herzen wieder gerade zu biegen. Also es ist eine Zusammenfassung von mehreren Shuyuch, die aus den verschiedensten Büchern zitiert haben. Von Ibn al-Qayyim, von Ibn Rajab, von Imam al-Sama'ani und so weiter. Also ein sehr, sehr schönes Buch. Iman Brother, was ist damit gemeint, dass der Shaitan keinen Mittagsschlaf macht? Genau das. Die Mittagsruhe, es wird überliefert, eine witzige Geschichte von Sheikh Albani, ich glaube, jeder kennt Sheikh Albani, der zu der Zeit angerufen wurde, 12 Uhr, 12.30 Uhr, meistens nach dem Dhuhr-Gebet. Und der Schüler motiviert, ja, Sheikh, ich habe eine Frage, daraufhin hat der Sheikh ihn übelst angebrüllt und sagte, du Shaitan, ruf mich nicht während dieser Zeit an, denn die Shayatin ruhen nicht zu dieser Zeit. Wir aber sollten zu der Zeit ruhen, damit du fit wirst für den Rest des Tages. Und der Shaitan schläft nicht. Hassan al-Basri wurde gefragt, schläft der Shaitan? Daraufhin hat er gesagt, wenn er schlafen würde, hätten wir einige Stunden Ruhe. Aber er kommt ja und zeigt dir die Albträume und die schlechten Dinge im Traum. Was meint Allah damit, dass Shaitan ein deutlicher Feind ist? Ach so, das war unsere Frage, genau. Ist schon bekannt, wann die Aqidah-Reihe startet? Welche Aqidah-Reihe? Wir haben auf unserem Kanal eine Playlist über Aqidah-Team. Islam hat Iman. Islam hat Iman. Die Aqidah-Reihe hat, glaube ich, schon gestartet. Also hier live jetzt nicht, aber wir haben auf unserer Seite Aqidah Verschiedenes, so heißt die Playlist. Genau. Aber so als wirklich Thematiker oder Fach Aqidah haben wir noch nicht gestartet, nein. Welche Bücher empfiehlst du, Barak Laufik, im Voraus? Allah, großes Thema, Islam.
Dafür muss man die Stufe des Fragenden kennen. Meinst du jetzt Deutsch oder arabische Bücher? Der D-Zug, qualitativ und sehr reichhaltig an Wissen, finde ich diesen Stream. Grüße Dorim. Grüße zurück. Assalamu alaikum. Der Shaitan ist ein deutlicher Feind, weil er nicht aufhört, die Menschen in die Irre zu führen. Das ist keine richtige Antwort. Riyad Mehdi, wenn man sein Abitur gemacht hat und den Islam in Saudi-Arabien studieren will, wie lange kann man dort bleiben? Kommt darauf an, in welche Stadt du gehst. Medina, Riyad, Qasim. Je nachdem sollst du dich dann. In Medina beispielsweise sind 6 Jahre dauert das Studium. In Riyad, glaube ich, genauso lang. In Qasim, ich glaube, das ist überall 6 Jahre. Also 4 Jahre Fakultät und davor gibt es immer eine Arabischschule. Genau. Aber ich habe jetzt hier keine Antwort auf unsere Frage gesehen. Die Antwort lautet, also die Frage lautet, was meint Allah damit, dass Shaitan ein deutlicher Feind ist, obwohl wir ihn in Realität nicht sehen können? Mit deutlich ist gemeint, dass Allah uns seine Fallen und seine Listen aufgezeigt hat. Welche? Wir haben aufgezählt seine Übel, dass er flüstert, dass er Streit stiftet und so weiter und so fort. Hör dir die vorherigen Vorträge an, dann wirst du das unter dem Übel von Shaitan finden, wie deutlich doch seine Feindschaft ist. Genau. Nurul Huda, Jazakum Allahu Khairan, wa Iyyakum. Das war's, ich sehe hier keine Frage mehr. Stimmt, wir haben aber noch ein kleines Geschenk für euch oder Neuigkeit. Eine Frage von mir. Noch eine Frage? Kann man nach dem Studium da Ach bleiben? so, kann man nach dem Studium noch da bleiben? Ja, wenn du dir irgendwie einen saudischen Pass klar machen kannst, kannst du da bleiben. Ansonsten musst du zurück wie alle anderen. Genau. Ich lasse das mal so offen, vielleicht stellt ja noch jemand eine Frage. Unser Geschenk ist unser erstes Buch in Zusammenarbeit mit Cave und das gute Wort. Und zwar lautet das 100 Fragen rund um den Koran, Tafsir und Allgemeines. Also 100 ja, anspruchsvolle Fragen, 50 allgemeine und 50 über bestimmte Suren, was ein Wort heißt, was ein Vers heißt. Und so weiter und so fort. Was soll ich noch sagen? Bestellt euch das Buch. Wo gibt es das? Bei Cordoba. Cordobabuch.de. So. Und bestellt euch das und liest das. Und ja, möge Allah es segnen und verbreiten. Insha'Allah ta'ala. Genau. Noch. Fragen? Ich sehe nichts mehr. Suida Was das? Hada Wallahu Adam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.